herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier bei einem neuen Projekt auf meinem Channel, denn wir spielen mal wieder ein niegelnagelneues japanisches Indie-Horror-RPG, was vor kurzem erst veröffentlicht wurde. Da dachte ich, doch, komm hier, schnappst du doch direkt mal zu. Und ja, dann bin ich jetzt hier, gerade frisch vom Bolzplatz, habe ein bisschen Fünfkampf trainiert und dachte mir jetzt hier, in der schwülen Sommerhitze, ja, da ist ja von allen Seiten die Hitzewellen, die auf dich einschallern, da musst du dir erstmal einen kalten Schauer über den Rücken jagen lassen und deshalb hier. Gibt's nichts Besseres als ein japanisches Indie-Horror-RPG, was ich heute mit euch hier spielen werde. Und jetzt kommen wir mal zurück zum Spielgeschehen. Und ihr seht es ja. Erstmal, bevor das Spiel kommt, seht ihr hier meinen Kopf. Mein Kopf mitten reingehauen. Habe ich den Entwickler gebeten, noch meinen Kopf bitte mit einzubauen. Denn das ist das Gruseligste überhaupt im Spiel. Und ja, ich setze jetzt mal hier meine Kopfhörer auf. Denn ich höre Rauschen und da trillert mir doch eine galante Dame entgegen. Da kann ich nicht Nein sagen. Und starte direkt mal hier in das Spiel geschehen, und da ist der Titelbildschirm, ja? Steht was geschrieben? Ja, auf Japanisch, und ich übersetze das, denn ich bin ja wieder als Übersetzer hier für euch tätig. Das ist, spielen könnt ihr jetzt ja selbst, aber ich übersetze das für euch. Deshalb bin ich auch hier. So, und da steht geschrieben ganz oben, Tsuge no Hichiris, was so vielleicht wie, die folgende Tagserie, das ist so eine Spieleserie, wo halt dieser neue Titel dazugehört, und der Titel heißt Shikiyoku. Was übersetzt so viel ergibt wie die Sehnsucht nach dem Tode, die Sehnsucht nach der letzten Stunde, die Sehnsucht nach dem Ende, die Sehnsucht nach, was weiß ich was, abkacken, ja? So in etwa. Untertitel gibt's auch noch dazu und der wird wie folgt gelesen. Yume miteru wa, yume miteru! Okay, das klingt ein bisschen sonderbar, aber heißt so viel wie Yume miteru, das ist ein Name, der träumt. Denn Yume miteru ist der Name und heißt so viel auch wie ein Traum sehen. Träumen. Das ist ja ein Wortwitz, ja? Ein richtiger Gag hat da jeder Spiel erschaffen. Und der Gag heißt, glaube ich, I am Shion oder sowas. Keine Ahnung. Ich pack das unten in die Kommentarzeile. Da unten hab ich alles da schön aufgetischt. Und ich spiele das gerade auch über den Browser. Ich hoffe, dass er überhaupt aufnimmt. Wenn nicht, dann habt ihr jetzt einen schwarzen Screen und das wäre sehr traurig. Nein, egal, komm. Wir starten rein. Und zwar mit einem Klick auf was? New Game! Let's start! Haha! Ich bin ganz gespannt, was das wird hier. Und hier werden wir gleich gewarnt. Gleich zu Beginn erstmal eine Warnung. Das ist schon mal gut. Gutes Zeichen. Also, es kann sehr laut werden. Also, bitte passen Sie auf die Lautstärke auf. Und es kann auch grauselige Darstellungen enthalten. Deshalb, Leute, die ganz schwach sind, die sollten bitte hier an der Stelle jetzt abschalten, ja? Ausknipsen und nicht mehr weitergucken. Denn für solche Spiele muss man schon ganz hartgesotten sein. Da muss man schon mit Salzwasser sich baden. Da muss man sich mit Waffeln das Gesicht einreiben können. Wer das nicht kann, der sollte es recht zugucken, denn dann lernt er, wie das geht. So, auf jeden Fall das Spiel... okay, die Orte, die in diesem Spiel benutzt werden, sollte man bitte nicht aufsuchen. Denn wenn man das tut, könnte man vielleicht nicht nochmal zurückkehren in sein wahres Leben, zurück in die Realität, und das wäre traurig. So, ich drücke mal hier. Ich weiß nicht, ihr seht glaube ich meinen Cursor nicht, mein Mausschwengel, ne? Der schwengelt da wahrscheinlich nicht durchs Bild. Das wäre gut, weil ich nerv da sonst ein bisschen mit rum. So, ich mache mal kurz zur Seite. Und wer ist das denn? Was ist denn hier für einer? Für ein langer Lapskaus, der uns sein schemenhaftes Gesicht entgegengestreckt hat, ne? Oh, und da sind wir schon. Und das ist kein... Es ist, ich hab gesagt, japanisches Indie-Horror-RPG ist gar kein RPG, oder? Das ist so ein Side-Scroll-Ding, so. Ich weiß, was ist denn das für ein Horrorspiel? Keine Ahnung, was für ein Genre man das reinhaut. Horror. So, auf jeden Fall kann ich jetzt gehen, indem ich eine Taste drücke. Das ist ganz Neues. Das habe ich noch nie gemacht. Soll man nur eine Taste drücken? Meine Güte! Schöne Lampe im Hintergrund. Ja, der hat Geschmack, das einer. Au! Und da kommt gleich das... Da kommt gleich das Bild... Das Porträt einer beflügelten Muslima! Oh, hier. I am Shion. Das ist der Entwickler. Danke. Du hast dir deinen Namen genug gezeigt. Das reicht. Oh, und die Muslima ist ganz böse. Weil wahrscheinlich hier sie kritisiert derzeit hier Burka-Verbot im öffentlichen Raum. Das will sie nicht. Und deshalb guckt sie diabolisch einher. Und wir ignorieren sie einfach. Aber danke, dass du uns das nochmal mitgeteilt hast. So, rotes Licht. Warum rotes Licht? Wo bin ich hier? In was für einer Einrichtung könnte rotes Licht uns entgegenleuchten? Ich weiß es nicht. Ich sehe ein Bildschirm und was wird dort gezeigt? Ein roter Bildschirm flackert mir auf dem Monitor entgegen. Ja? Und was jetzt? Ja! Gruselig. Bislang ist es schon ganz schön heftig. Ja. Jetzt geht das schon wieder los. Diese seichte Arie, ja? Titellied anscheinend. Aha.
Mhm, ja. Was, hier, wo bist du? Sie ist hier irgendwo, sagt sie. Was ist denn da? Was ist los mit dir? Oh, wo sie ist, es ist einsam, singt sie. Und es tropft. Roter Regen auf dunklen Untergrund. Was war das für eine Horrorarmee. Und wir haben hier eine Wassernymphe, eine Meerjungfrau. Habe ich gelesen in der Beschreibung des Spiels. Darum geht's. Und das Spiel baut irgendwie so auf so eine Art Creepypasta. Ja, das ist vielleicht für diejenigen, die so Horrorgeschichten, japanische Horrorgeschichten mögen. Die können hier schön reingucken, ja. Für die ist das vielleicht genau das Richtige. Das ist schon zu Ende. Ja. Sehe ich einen Bildschirm. Auf meinem Bildschirm. Inception-mäßig gar nicht mal so schlecht. Und jetzt sagt jemand, es steht geschrieben, in den Tiefen des Internetmeeres gibt es ein mysteriöses Video. Das wurde dort online gestellt anscheinend. Und der Titel dieses Videos ist Das Lied vom roten Faden. Aha. Das war also das Getreller gerade, oder was? Die Personen, die dieses Lied hören, die sehen auf einmal auf dem Bildschirm eine Meerjungfrau und sie raubt ihnen das Herz. Also man schmachtet nach ihr, wie die Nymphen halt in der griechischen Mythologie auch, ja? Die Hunde. Auf jeden Fall, im ganzen Land haben sich Vermisstenfälle aneinandergereiht. Nacheinander. Verschwinden die Leute, warum? Das mag passiert sein. Ich weiß den Grund nicht. Aha. Okay. Aber man kann vermuten, dass sie von der Meerjungfrau angelockt wurden. Ja, und dann? Und so haben die Leute im Internet angefangen, ja, nach dem Ursprung dieses gruseligen Videos zu suchen. Und den Ort herausgefunden, wo das Video gedreht wurde. Denn das ist ganz wichtig. Ja. Wurde das gedreht? Was ist das denn? Oberhausen oder was? Nee. Aha. Und zwar ist das ein verlassenes Gasthaus irgendwo hinten, jenseits der ganzen Berge da so, ne, da wo der Pfeffer wächst sozusagen. Und da scheint die Legende von der Meerjungfrau herzustammen. Das ist der Ursprungsort dieser Geschichte. Na gut. Was wissen wir jetzt? Und sie, also die Meerjungfrau, ist dort wahrscheinlich gestorben. Und zieht die Menschen dort in ihre Traumwelt rein. Harter Tobak. Ganz harter Tobak. Nix für beseitete Menschen, ja? Also da muss man schon hier... Ich will nichts Weites sagen, deshalb ich halte mich zurück. So, weiter geht's hier ins Spiel rein. Komm, jetzt haben wir den Titel schon oft genug gesehen. Los du! Jetzt lädt er! Er lädt und wir dürfen gleich reinspeichern. Da ist er! Jumemit, hey du! Na gut, du. Guter Herr. Ja, der schaut aber ein bisschen drüge daher, ne? Speicher einmal. Hier auf Platz 1. Und da sind wir jetzt vom roten Raum in die grüne Wildnis versetzt worden. Das sieht schön. Wer bist du denn? Bist du denn für eine? Eine kleine Süße, ne? Eine kleine Süße. Hey, großer Bruder. Sind wir noch nicht da? Wo denn? Wo? Noch ein bisschen. Vielleicht. Noch ein bisschen vielleicht. So ein kleines quengelndes Kind, ja, was immer nach dem Weg fragt und wie lange es noch dauert. Ich bin Yumemi Teru. Ich bin der Sohn der bereits verstorbenen Wahrsagerin Yumemi Mimiko. Aha. Meine Mutter hatte einen starken Geistersinn, also einen Sinn für Übernatürliches und hatte die Fähigkeit, Geisterorte zu sehen, um somit Menschen vor Unheil zu bewahren oder sie vom Unheil fernzuhalten. Und auch ich habe diese Fertigkeit geerbt. Das ist aber schön. Hinter dir, ein Geist oder was? Nee. Und die Menschen zu retten, die vom Geist
der Meerjungfrau absorbiert wurden, beziehungsweise angelockt wurden, wohl eher, bin ich gemeinsam mit meiner kleinen Schwester, der Luna, auf dem Weg zur verlassenen Herberge. Na, sowas. Das fängt ja niedlich an hier. So. Ja, warum ist es dunkel? Ich hasse Finsternis gerade. Ja, das ist doch viel schöner. Das ist doch hier Naturverbundenheit. Das symbolisiert für mich hier, ne? Raus in die Wildnis. Schön atmen. Frische Luft einatmen, ja. Also, der Karte zufolge sollte das der Ort eigentlich hier irgendwo sein, in der Nähe. Ja? Diejenigen, die verloren gegangen sind, haben das Lied vom Roten Faden gehört. Also das Rote Fadenlied Akaito no Uta. Und sie wurden anscheinend von der Zauberkraft dieses Liedes angezogen, sozusagen betört und gelockt. Und in diese albtraumhafte Geisterwelt gezogen. Okay, und weiter? Da haben wir sie wieder. Das ist also die Meerjungfrau. Und die Meerjungfrau ist wahrscheinlich zum Geist geworden und hat dieses Video ins Internet, mehr in das Internetmeer hereinfließen lassen. Schön metaphorisch ausgedrückt. Und in der verlassenen Herberge, in der sie wahrscheinlich gestorben ist, dahin lockt sie anscheinend jetzt die Leute. Ja. Das macht sie schön. Warum macht sie das nun? Das wollen wir jetzt aber erfahren, ja? Deshalb mal hier Hühot weiter. Mian, miau. Was tut das, Luna? Miaut da dein Unterleib, oder was? Ah, eine Katze. Wo denn? Ich sehe nichts, ich sehe nur grün. Hey! Haha! Das ist schon ein bisschen creepy gerade, oder? Ist die nicht niedlich, großer Bruder? Naja. Das ist ein Rumstreuner, ein Streuner. Streune Katze. Herrenlose Katze. Oh, wie niedlich. Ja. Hat sie keine Angst vor uns? Ist sie nicht scheu, oder was? Komm, lass uns sie einfach mit nach Hause nehmen und fortan behalten. Ja. Ach komm, du hältst doch nicht lange aus. Du hast doch ganz schnell keinen Bock mehr auf sie. Nein, ich passe auf sie auf. Und da ist es schon wieder, dieser Eigensinn von Luna, der da zum Vorschein kommt. Und, ja, ich weiß nicht, ich habe Luna angesprochen, aber ich glaube, die hört nicht schon gar nicht. Die hört gar nicht, was ich sage. Ich denke, wir sollten uns mal lieber hier, ne? Besser auf einen Nenner kommen, denn sonst wird das nichts. So, warum war das schwarz-weiß und warum ist sie wieder... Ich verstehe das gar nicht. So, wie nennen wir sie denn, die Katze? Ich denke, wir sollten sie Luna nennen. Das ist sehr intelligent, seinen eigenen Namen dem Haustier zu geben. Hä, was? Warum? Warum willst du ihr deinen eigenen Namen geben? Das ergibt keinen Sinn. Ja, Luna ist doch ein schöner Name. Miau. Hat Luna gerade miaut? Die gleiche Farbe? Der Schrift oder was? Jedenfalls, guck mal hier. Luna, also die kleine Katze findet es anscheinend auch schön, sagt hier Luna. Das ist viel zu kompliziert für mich. Ah, Mann, ey, was? Du bist echt ein bisschen komisch, ja? Sagt Teddu zu seiner kleinen Schwester. Was ist los? Was war das für ein Stöhner hier? Luna, wo willst du hin? Warte! Vorangehen solltest du nicht, denn dort ist es gefährlich. Luna! Was denn, Großbruder? Ich meinte nicht dich, sondern die Katze. Hier, die Katze, Luna, du. Denn wenn sie zur verlassenen Herberge geht, dann wird sie nachher in diesen Albtraum, in diesen Traum, in die Traumwelt reingezogen. Das wollen wir ja nicht. Ah, ja, das ist ja wirklich schrecklich. Lass uns sie verfolgen. Da meint er ja. Oh, und ihr seht schon, wir rennen. Das müssen wir uns natürlich alles einbilden. So ein bisschen, ist ja bei diesen Spielen so ein bisschen immer so ein bisschen, ne? Fantasie. Also das ist nur was für kreative Köpfe. Also für euch auf jeden Fall. Ihr könnt das. Ich vertraue euch. So, weiter geht's. Was steht da? Also, die Kraft der Familie Yumemi, die mir übertragen wurde, ja? Also, ich glaube, die hier in meinem Part ist die drinne. Erlaubt mir, an Orte zu schreiten,
die nicht zu dieser Welt gehören, die von Geistern hervorgerufen wurden, die darf ich betreten durch meine Fertigkeit und sonst niemand oder was. Und meine verstorbene Mutter, die gute Mimiko, die hat diese Orte als Traum bezeichnet. Also die von den Geistern erschaffenen Orte sind Träume. Jetzt wisst ihr mehr, ne? Also der Traum, den die Geister sehen, ist wahrscheinlich hier die verlassene Herberge, in der auch die Meerjungfrau ist. Und es ist wahrscheinlich ein Teil, nachdem sie gestorben ist, ist es dieser Traum, den sie weiterlebt, diese tote Meerjungfrau. Oder so in der Art. Ja. Also durch ihre Geisterhaftigkeit, ne? So, das ist Kapitel 1. Und ihr seht das, das sind verschiedene Chapter. Das ist eine Spielerei, die aus verschiedenen Chaptern besteht. Und wir spielen heute hier, beziehungsweise wir fangen an, Kapitel 1. Und das heißt, der Meerjungfrauenvorfall. Ja. Der Meerjungfrauenvorfall. Hattet ihr auch schon mal einen Meerjungfrauenvorfall? Wenn ja, schreibt's in die Kommentare. Ich hatte schon mehrere. Könnte ich jetzt... Was ist immer für ein komischer Szenenwechsel? Könnte ich euch natürlich jetzt Roman erzählen von, aber das mache ich vielleicht irgendwann später mal. Interessiert wahrscheinlich auch keinen Arsch, ne? Aber egal, komm, weiter geht's. Großer Bruder, ist es vor uns hier? Ja. Dann sollte die verlassene Herberge sein. Der Ort, der auch... in diesem Video zu sehen ist, der durch diesem Video zutage gekommen ist. Das guckt mir nicht so an. Ob auch die Katze von vorhin dorthin gegangen ist. Wir müssen unbedingt hinterher. Mach dir lieber Sorgen um dich und nicht um diese Katze, ey. Meine Güte, das ist das Mädchen, das hat Probleme. Das hat Probleme, ja. So, wir gehen. Wir schreiten. Wir gehen ganz gemächlich. Und da sind wir. Irgendwo angekommen, oder was? Hä? Ich weiß nicht, ob dieser Szenenwechsel gewollt ist, oder ob das an der Tatsache liegt, dass wir hier über den Browser spielen. Auf jeden Fall ist es passiert und ich hoffe, ihr seht das auch. Wenn nicht, dann habe ich wahrscheinlich ein Rad ab, einen Sprung in der Schüssel, eine Schraube locker. Ist egal. Da ist auf jeden Fall die Katze. Na, du kleine Miezemuschi, ha? Eieiei, die gucken uns an. Komm her, du. Komm mal her. Großmutter. Was war das denn? Die Katze einen Geist erzeugt. Die Katze hat auch wahrscheinlich auch wie Psychkräfte. Und Teddu sagt, ja. Uzumaki. Eine Spirale, es verläuft im Nichts. Und was bleibt, ist die Finsternis, die Dunkelheit. Und ein Landschaftsbild. Abermals der Blick hier. Anscheinend ist die Nacht hereingebrochen und wir gruseln uns. Sind wir in die Geisterwelt gekommen, oder was? Großer Bruder, jetzt! Was jetzt hier? Ja. Was, ja? Was? Was ist jetzt passiert? Ein Lichtpegel. Wir sind nun in die Geisterwelt gezogen worden. Ja, da sind wir jetzt. Ist auch die kleine Katze wahrscheinlich jetzt hier reingekommen, oder wie? Luna, stell dich nicht vor meinen Lampenschein, du kleines Biest. Auch Luna ist anscheinend drinne, ja. Das nehme ich an. Was sollen wir denn tun? Da wahrscheinlich liegt hier vor uns die verlassene Herberge, wo die Geistermeerjungfrau drin ist, und deshalb müssen wir weitergehen. Was bleibt noch uns übrig? Wir können ja nicht hier sitzen und warten, dass nichts passiert. Lass uns zusammen gehen, Luna. Hand in Hand, komm. Wir retten jetzt die Leute, die in diesen Albtraum gezogen wurden, und holen die da raus. Das ist unser Plan. Ja! Okay. Komm. Ach ja. Was kommt jetzt? Was passiert? Finsternis und Dunkelheit. Ein Lampenschein und im Hintergrund der Wald. Ich kann jetzt mit Cursor, mit Cursordruck kann ich mich bewegen, und jetzt wird auch nochmal erklärt, dass wir hier mit der Bestätigungstaste können wir die Lampe an- und ausmachen. Mit Cancel können wir das Menü aufrufen, also mit Escape oder wie? Ich will das mal versuchen. Ich hoffe, meine Aufnahme stürzt jetzt nicht gleich hier über die Klippe. Da haben wir das Menü. Haben wir drei Optionen, ganz links. Archiv. Options und Give up. Aufgeben. Nee, wollen wir nicht. Und können wir die Lampe ausmachen? Aha. Okay, gut. Mit Bestätigungstaste können wir hier wegmachen. Wie man hier. Großer Bruder, ja, ich mach's schon an.
Tut mir leid, ich bin, meine Finger sind zu fettig. Ich wahrscheinlich über den Griff gestrudelt, ja? Kia! Was ist los? Was kommt da? Was passiert da? Es ist nur ein Vogel, anscheinend ein oder eine Nachtsittich oder sowas. Nein, hör doch auf, das ist ja gruselig hier. Das ist ja auch ein Horrorspiel, Luna, in das du da geraten bist. In das sich der gute Aimshiren, der Entwickler, reingeschaffen hat. So, was ist hier los? Was mögen nur die Leute gewesen sein, die hier in diesen Traum gezogen wurden? Wie können sie nur so einer Finte... Ja, wie können sie da noch reinfallen? Von so einer Meerjungfrau, so einer toten Sau da reingerissen werden in so eine Albtraumwelt? Es sind anscheinend nur Männer gewesen, die hier von der... dem Lied der Meerjungfrau betört wurden und deshalb da, ne? Daher wahrscheinlich den gleichen Weg gegangen sind, den wir jetzt auch gerade beschreiten und dann hier, ne? Gegangen sind. Anscheinend ist das vielleicht so, dass das Meerjungfrauenlied nur auf Männer wirkt oder nicht? Das ist die Frage. Luna, spürst du nix? Untenrum kitzelst, wenn du es hörst, das Lied? Weiß man ja nicht, ne? Luna, so müsstest du das eigentlich am besten beurteilen können. Anscheinend hat dieses impliziert das Lied der Meerjungfrau irgendwie so eine magische Zauberkraft, die Männer betört und hier an diesen Ort führt und sie sozusagen hier, ne, herlockt. Das ist eine ganz besondere Kraft. Und all die Männer vor allem, die das Lied hören, die verfallen sofort in unsterbliche Liebe und beginnen die Suche nach der Meerjungfrau. Und anscheinend wollen sie dann hierher kommen und die Meerjungfrau dann, ne, begatten. Nicht, Mann! Warum wollen sie sonst dorthin? Wie begattet man Meerjungfrauen? Das ist eine andere Frage, könnte man später auch nochmal diskutieren. Jetzt jedenfalls, Luna sagt, wenn das ein Märchen wäre, dann wäre das eine fantastische Geschichte. Ist es aber nicht, Luna, es ist die Wahrheit, es ist die Realität. Und liebe Leute, dieses Spiel beruht auf der Wahrheit tatsächlich. Das ist alles so vorgefallen und ich bin Zeuge dafür, ich habe das alles miterlebt. So, jetzt aber mal hier, ne? Weitergehen hier, weiter im Spielgeschehen, geht mal schneller. Gehen aber auch echt furchtbar langsam. Ja, komm. So, wir sind durch. Und es passiert nichts, doch. Ich habe immer Angst, dass es abkackt. Das ist ein Browserspiel. Wer weiß, vielleicht ploppt hier irgendwelche Antivirus-Kacke drauf. Und dann, guckt euch das an. Also wenn man vom Teufel spricht. Das Tor zur Firewall. Nee, was ist das? Wir sind da. Mhm. Luna, sieh dir diesen Ort genau an. Schweigen. Luna, hast du keine Angst, Luna? Nein, ich bin in Ordnung. Ich mach dir gleich schon Angst. Denn du beschützt mich ja, großer Bruder. Ja. Wenn es gefährlich werden sollte, dann fliehen wir natürlich. Ja. Ja. Komm, jetzt geh durch das Tor, du! Nicht zum Reden gekommen. Oh! Jawohl, dann lass mal rein hier. So, ziehen wir mal hier auf. So, zack, von der Seite reißen wir mal hier die olle Tür auf. Sag ich doch. Und nun betreten wir mal das schöne Schmuckeheim. Die kuschelige, ne, Umgebung. Und dann lädt er. Dann lädt er uns hier in den Speicher. Green! Da speichern wir nochmal ab. Auf Lunas Bild speichern wir richtig ab, ja. Laden wir alles ab. Und da, werden wir reintransferiert in das Spiel und da sind wir. Und können uns bewegen, meine lieben Leute, und das war's mit der ersten Folge, ja. Da dachtet ihr jetzt, kommt ein großes, langes Let's Play, aber nein, ich kann gar nicht so viel aufnehmen, denn die Dateien werden noch zu groß. Ich weiß auch nicht, das sind ja Giga-Terabytes hier. Der macht ja hier mein ganzes Festplatte voll, dann muss ich immer abcutten, sonst werden die zu groß und dann... Ja, so, ne, Computerkram halt, Computerprobleme. So, wir sehen uns das nächste Mal wieder, das geht auch bald weiter, ich hau die ganzen Folgen raus. Alles gleichzeitig für euch und in der nächsten Folge erwartet uns wahrscheinlich viel Gruseliges hier in der abgelegenen Horrorherberge. Vielleicht sehen wir eine nackte Meerjungfrau, ich hoffe es, das ist meine Motivation, das überhaupt zu spielen. Und bis zum nächsten Mal könnt ihr nochmal schön hier unten in der Leiste ein paar Anekdoten preisgeben, könnt euren Lebenslauf reinschreiben und somit sichern, falls ihr ihn irgendwann brauchen solltet. Und sonst, was gibt's noch zu sagen? Nichts. Liked, abonniert und macht den ganzen Kram, diese YouTube-Sachen. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund und munter, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen!